ich hatte den ganzen Tag über etwas getan. Eine Frau, die sagt, wie lange sind denn die Termiten schon dort oben in den Bäumen? Und vorher sagt noch jemand anders, das sind keine Termiten. Und ich gucke hoch und da sind so Dinge, wo Termiten drin waren. Angeblich. Stimmt gar nicht. Dann stelle ich fest, dass in meinen Händen und in meinen Handgelenken überall kleine schwarze Käfer kleben. Und dass meine Hände ganz harzig sind von den Bäumen und braun verkrustet. Und teilweise kleben auch so große Käfer. Und ich denke halt immer mehr und versuche sie halt alle wegzuschnipsen und abzureißen, abzuschaben. Das geht natürlich nicht, weil meine Hände beide klebrig sind. Ich nehme ein Messer und versuche sie abzuschaben, richtig. Dabei schneide ich mir den Zeigefinger der linken Hand mittleres Glied. Der auch völlig verkrustet war. Die Wunde war wie ein Hautlappen, und so halb dran, also wie reingehackt. Und wir haben überall Käfer. In allen Sorten und Größen. Und ich hatte Angst, die Wunde könne sich entzünden. Ich wollte mich waschen. Ich musste die Käfer teilweise richtig abkratzen unter dem laufenden Wasserhahn. Irgendwie so fließende braune Brühe, ziemlich dick und aussieht wie Kotze. Und das Becken vom Waschbecken wird immer voller, weil es immer schlechter abfließt. Und ich hole irgendwie die ganzen Sachen dem Abfluss hin und ich raus. Also es schwimmen unheimlich viele Sachen drin. Die ganzen toten Insekten, das ganze aufgelöste Harz von meinen Fingern und Blut und so. Und ein Haufen Krimskrams, der irgendwie aus mir rausgekommen ist. Ich hole ihm den ganzen Kram, der den Abfluss verstopft, raus. Wie Spaghetti-Speiseresten mit Kotze, die im Abfluss liegt. Und wie man die rausholt, wenn man den Abfluss freimachen will. Indem man mit der Hand reingreift oder so und alles zwischen die Finger klemmt. Spaghetti in so Mustern, wie Widerstände, so gelb und rot und grün, immer in Abständen mit Streifen, in anderen Farben und elektrische Teile, Spannungsregler, Dioden und so weiter. Im Meer lang Fäden in verschiedenen Farben. Ich denke mir irgendwie, das kenne ich doch. Das sind doch meine DNS-Moleküle. Ich hatte mich entschieden, sie zu trocknen. Auf den Tisch legen, um sie zu trocknen. Und irgendwie beim Trocknen haben sie die Form bekommen, die Leitern. Kleine Plastikleitern. Ich habe sie ausgelegt und man konnte sie irgendwie aneinander stecken. Blaue und gelbe Plastikleitern, meine DNS-Moleküle. Ich frage, ob sie nicht jemand haben will. Wir können die ja verkaufen. Ja, Mark ist irgendwie der Erste, der diese blauen Leitern zum Licht kriegt. Und das Erste, was er fragt, ist, wie hört man sich das denn an?
Wie hört man sich das denn an? Ich. Das kann man sich nicht anhören. Das ist meine DNS. Desoxyribonukleinsäure. Loge eines Parkhauses. Und ein Irrer kommt vorbei, der sie unbedingt kaufen will. Wir haben uns aber noch keine Verpackung ausgedacht. Wie hört man sich das denn an?